Lutherkirche in Karlsruhe in der Oststadt. Genauer gesagt auf der Orgelempore. Wir haben hier eine sehr große, schöne, romantische Orgel stehen. Wie man aber gerade gehört hat, lassen sich auch die Werke von unserem alten Meister Bach sehr gut darauf spielen. Die Orgel wurde im Jahr 2001 von der Firma Mönch aus Überlingen am Bodensee neu gebaut und an das ursprüngliche Instrument von 1907, dem Charakter und dem Stil dieser wunderschönen Jugendstilkirche angepasst. Dass sie im romantischen Stil gebaut ist, sieht man von außen gleich an dem eher flächigen Prospekt. Der Klang soll sich verbinden, die Töne gut mischen. Wir haben hier drei Manuale und eine Pedalklaviatur. Zwei Manuale davon sind schwellbar. Das heißt, die Pfeifen dazu stehen in einem extra geschlossenen Kasten, der zu einer Seite geöffnet werden kann. Dies geht über eine Jalousie, die man mit dem Fuß betätigen kann, und damit erzeugt man eine Crescendo-Wirkung. Auch auf dem dritten Berg. Und man kann damit ganz leise Klänge erzeugen. Links und rechts sind die sogenannten Register angeordnet. Register nennt man eine Pfeifenreihe mit Pfeifen, die alle die gleiche Bauart haben und den gleichen Klang erzeugen. Zu jeder Taste und jedem Ton braucht man eine eigene Pfeife. Das sind vom tiefen C bis zum viergestrichenen A pro Pfeifenreihe 58 Töne, also auch 58 Pfeifen. Jedes Register einer Orgel entspricht einem Instrument in einem Orchester. Unsere Orgel hat also quasi 41 Instrumente, 41 Klangfarben oder Register. Entsprechend der romantischen Klangvorstellung sind viele Register in der sogenannten 8-Fuß- oder 16-Fuß-Lage, also sehr tiefe, grundtönige Klangfarben. Sie bestehen aus verschiedenen Familien. Da gibt es die sogenannten Prinzipalstimmen, die klingen so. Und wir haben auch einige Streicher, zum Beispiel eine Gambe, ein Viola, ein Violoncello, eine Violine. Zusammen klingen sie so. Mitglieder aus der Familie der Flöten. Eine Traversflöte, eine Hohlflöte, eine Rohrflöte. Und die klingen zusammen so. Wir haben auch einige Zungenstimmen hier. Sogenannte Zungen haben eine ganz andere Klangerzeugung. Bei ihnen schwingt nicht wie bei den Lippenpfeifen die Luftsäule, sondern ein kleines Metallblättchen. Und sie erzeugen somit auch einen ganz anderen Klang. Die Oboe klingt so. Im Pedal eine wohlklingende, tiefe 16-Fuß-Posaune.
Stimmen einen sogenannten Zungenchor aus lauter Bläsern. Was bei dieser Orgel so besonders ist, dass man auch in sie hineingehen kann, wie in ein kleines Haus. Nun sind wir quasi im Keller unseres Orgelhauses angekommen. Hier sieht man sofort einen großen schwarzen Kasten. Darin wird die Luft, oder wie der Orgelbauer sagt, der Wind für die Orgelpfeifen bereitgestellt. Und hier sind schon die ersten Pfeifen zu sehen. Sie sind aus Holz und es sind lauter Zungenpfeifen. Die Posaune dazu habe ich vorhin kurz angespielt. Von jeder Taste aus führt eine Holzleiste die sogenannte Abstrakte bis zum Tonventil. Hier sieht man gleich einige davon. Wenn man eine Taste drückt, öffnet sich das Tonventil und der Ton erklingt. Mit verschiedenen Versetzungen wird der Weg mit den Abstrakten bis zur Pfeife geöffnet. Und man sieht hier oben, wie sich das Ventil bewegt. Diese Holzleisten, diese Abstrakten, führen durch die ganze Orgel von dem Spieltisch, von allen Tasten zu allen Pfeifen über viele verschiedene Versetzungen und Winkel. Und jetzt gehen wir die Leiter hoch in den ersten Stock unseres Orgelhauses. Hier stehen wir nun im ersten Stock unseres Orgelhauses. Hier vorne stehen alle Pfeifen zu den Registern im Hauptwerk, die im ersten Manual unserer Orgel klingen. Und hier stehen alle Pfeifen zu dem zweiten Manual, zum Schwellwerk. Sie stehen in einem geschlossenen Kasten. Die Vorderseite ist geöffnet und kann auf- und zugemacht werden, wodurch diese Crescendo-Wirkung entsteht. Hier stehen wir hinter der Orgel. Um hierher zu gelangen, mussten wir aus dem ersten Stock der Orgel die Treppe wieder hinuntergehen und hier die Leitern wieder hochsteigen. Ganz oben hier unter dem Dach befinden sich die Pfeifen für das dritte Manual. Wie das alles dann zusammen klingen kann, können Sie sich sonntagvormittags im Gottesdienst anhören oder bei einem Konzertbesuch oder wenn Sie mal auf unserer Homepage www.lutheraner.de ein Video anhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. Viel Freude dabei. Tschüss.